So, hallo zusammen. Ich habe heute für euch mal wieder einen Functional Fitness Kurs vorbereitet. Es läuft eigentlich ab wie immer. Ihr habt drei verschiedene Stufen und ihr dürft euch immer überlegen, bleibt ihr in der leichten Variante, geht ihr mit in die mittlere oder versucht ihr euch mal an der schweren Stufe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Mitmachen und dann würde ich sagen, starten wir gleich mit einem kleinen Warm-up. Wir marschieren mal auf links. So. Genau. Am Ort bleiben, wenn es geht. Die Knie ein bisschen nach oben ziehen. Und dann starten wir ganz entspannt. Step-Touch nach links. Die Arme schwingen neben den Körper. Wir gehen leicht in die Knie und rollen schön über die Fersen ab. So. Noch 4, 3, 2, Achtung, wir gehen über V-Step. Die Arme schieben nach oben. Wir öffnen die Beine in so eine V-Position. Genau. Bringt auch ein bisschen Spannung in die Hände, in die Arme. Gut. Von vorne, Step-Touch. Die Arme schwingen wieder locker. Wir gehen wieder leicht in die Knie. Gut. Noch 4. Achtung. Und wieder V-Step. Linkes Bein vor. Vor. Gut. Sehr schön. Bleibt in den Rhythmus. Noch 4, 3, 2. Achtung, Push-Touch. Das Bein schiebt zur Seite, die Arme nach oben. Gut. Noch 4, 3, 2. Ein letztes Mal. Von vorne. Ganz normal Step-Touch. Gut, bleibt in Bewegung. Mal versuchen, über die Ferse abzurollen. Leicht immer die Knie mit beugen. Und letztes Mal V-Step. Vor und rück. Vor und rück. Gut. Streckt die Arme ganz nach vorne aus. Nach vorne oben. Letzte Wiederholung. Push-Touch. Die Arme schieben seitlich nach oben, die Beine streckt ihr zur Seite. Auch hier gerne wieder leicht in die Knie. 3, 2, Achtung, Squat nach links. Tief, hoch, tief. Wir fangen erstmal klein an. Das heißt, wir beugen die Knie nur so ein bisschen an, okay? Gut. Wenn ihr dann das Gefühl habt, es klappt gut, gehen wir ein bisschen tiefer. Wir bleiben in den Rhythmus. Noch 7. Noch 6. 5. Und die letzten 4. Gut. Sehr schön. Wir öffnen noch einmal nach links. Single Tempo. Tief. Hoch. Wir bleiben in der Position. Die Knie schieben nach außen. Der Po schiebt weit zurück. Der Rücken ist lang. Achtung, Dreier-Bounce. 1, 2, 3, hoch. 1, 2, 3, hoch. Perfekt. Und eine Runde im Slow-Tempo. Sind 2 Wiederholungen. Po weit nach hinten raus, kurz halten und wieder nach oben drücken zum Start. Kurz durchatmen, nochmal tief gehen. Und dann halten wir gleich mal unten. Wir nehmen mal die Arme hier tief, setzen die mal so an die Oberschenkelinnenseite und probieren mal die Knie aktiv nach außen zu drücken. Nur halten, der Rücken ist lang, die Schultern zieht ihr zurück. Gut. Dann einmal die Arme nach vorne strecken, den Rücken rund machen, hängen lassen und die Arme vom Gefühl her nach vorne schieben. Ich versuche auch ein bisschen meine Zehenspitzen im Boden zu verankern, dass ihr schön Spannung hinten an die Oberschenkelrückseiten bekommt. Nochmal, Kniebeuge. Knie wieder mit den Ellenbogen nach außen schieben und halten. Gut, den Bauchnabel zieht ihr nochmal nach innen und dann gehen wir nochmal in die zweite Position. Vorwärtsbeuge und wir schieben wieder die Arme nach vorne.
Den Kopf lassen wir hängen. Die Zehenspitzen verankern wir im Boden. Okay, super. Dann rollt euch langsam zum Stand nach oben auf. Zieht einmal die Schultern zurück. Setzt die Hände in die Hüfte. Geht ruhig ein bisschen breiter mit den Beinen auseinander. Dass ihr hier ein bisschen was merkt. Den Adduktoren. Und jetzt schieben wir mal mit gestreckten Beinen die Hüfte nach vorne. Drücken die Zehenspitzen in den Boden. Das Kinn bleibt auf der Brust. Halten. Ein paar tiefe Atemzüge nehmen. Und dann langsam zur Mitte auflösen. Die Beine einmal enger stellen. Eine Übung, kennt ihr vielleicht auch schon. Wir versuchen uns auszustabilisieren. Beanspruchen das rechte Bein. Und ziehen das linke Bein hier nach oben, halten und geben mit der Hand hier leicht den Druck nach unten. Gut. Nur halten, ausbalancieren, mit der Hand ein bisschen Druck geben. Gut. Das Bein absetzen. Jetzt versuche ich mich mal an der anderen Seite. Ihr wisst, Gleichgewicht ist auch nicht so meine Stärke. So. Jetzt habe ich, glaube ich, Stand gefunden. Ich suche mir wieder einen fixen Punkt und gebe hier wieder leicht Druck. Und halte. Oberkörper ist aufrecht. Sehr schön. Sollte nicht im Knie ziehen. Sollte ein bisschen an der Gesäßaußenseite hier. Sollt ihr was spüren, vielleicht noch ein bisschen in der Hüfte. Gut, Bein absetzen. Nochmal in die breite Grätsche. Einmal nochmal die Hüfte nach vorne schieben. Zehenspitzen in den Boden verankern. Auch hier machen wir zwei Durchläufe. Die Schultern ziehen weg von den Ohren. Gut. Dann nehmt noch einen tiefen Atemzug. Löst nach oben auf. Nochmal die Füße ein bisschen enger stellen. Das rechte Bein belassen, das linke Bein ranziehen. Stabilisieren und hier wieder Druck geben. Gut. Einmal gleich ein bisschen Gleichgewicht auch mit trainierend. Okay, lösen. So, nochmal die andere Seite. Ich gucke wieder, rechts ist immer schwieriger. Ja. Ihr könnt das besser. Ihr dürft gerne natürlich dann schon halten. So, jetzt habe ich es auch geschafft. Gut. Oberkörper aufrichten und absetzen. Perfekt. Warm-up, erster Teil. Wir legen jetzt nochmal los auf der anderen Seite. Okay? Das heißt, ihr dürft auf rechts marschieren. Das Ganze geht jetzt ein bisschen schneller. Ihr kennt ja die Schritte. Die Reihenfolge bleibt gleich. Step-Touch. Die Arme schwingen neben den Körper. So. Sollte jetzt schon ein bisschen warm sein. Nach dem kleinen Cardio-Aerobic-Teil kommen noch so ein paar Kräftigungsübungen. Okay? V-Step. Vor, rück. Vor und rück. Genau, die vier Schritte kennt ihr. Machen wir zweimal durch. Achtung, Push-Touch. Leicht die Zehenspitzen zur Seite aufsetzen. Okay. Noch 4, 3, 2. Achtung, Squat. Schiebt nach rechts, zieht nach links. Genau. Könnt ruhig erstmal auch wieder mit einer kleineren Bewegung anfangen. Und dann gehen wir später ein bisschen tiefer. Letztes Mal von vorne, Step Touch. Gut. So, wir bleiben in Bewegung. Noch 3, 2. Achtung, V-Step. Vor und rück. Vor und rück. Bleibt in den Rhythmus. Auf geht's. Gut. Letztes Mal Push-Touch. Die Arme schieben hoch. Die Beine streckt ihr zur Seite.
Oberkörper dürft ihr leicht nach vorne legen. Bauchnabel zieht ihr nach innen. Rücken ist lang. Und das letzte Mal die Squats. Tief, hoch, komm. Okay. Ihr versucht mal euren Po ein Stückchen weiter nach hinten tief zu schieben. Die Knie nach außen öffnen. Okay. Eine Runde noch, die letzten 8. 7. 6 Stück noch. Und die letzten 4. Perfekt, leicht geschafft. Wir öffnen noch einmal nach rechts, halbes Tempo. Und hoch. Hüfte strecken. Und hoch. Gut. Sehr schön. Eine Wiederholung. Tief, Mitte, tief, hoch, halbes Tempo. Tief, Mitte, tief und strecken. Kommt. Mitte, tief und nach oben kommen. Die Zehenspitzen nach vorne drehen. Mit den Händen an den Oberschenkel nach vorne fahren. Den Rücken macht ihr lang, den Bauchnabel zieht ihr wieder nach innen. Gut. Die Arme dürft ihr mal nach unten hängen lassen. Die Daumen drehen wir nach außen. Zieht die Arme hoch und tief. Versucht dabei mal, eure Schulterblätter zu aktivieren. Die Knie drücken wir auch hier leicht nach außen. Den Blick nehmen wir nach vorne unten zum Boden. 4 Stück noch. Gut. Einmal noch. Oben halten. Die Handinnenflächen mal zum Boden drehen, die Arme anwinkeln und nach vorne strecken. Gut, der Bauch bleibt aktiviert. Latt ziehen, zieht, tief und hoch. Tief ziehen und strecken. 4 Stück noch. Auch hier Schulterblätter diesmal nach unten ziehen. Und strecken, Arme tief nehmen, die Hände auf die Oberschenkel setzen. Kurz einrollen. Wieder lang machen. Einrollen. Lang machen und dann rollt euch einmal zum Stand nach oben auf. Zieht die Schultern zurück. Gut, das war unser kleines Warm-up. Ich hoffe, ihr fühlt euch ausreichend vorbereitet auf das, was jetzt kommt. Wir starten mit dem Unterkörperblock. Das heißt, was für die Beine und noch ein bisschen was für die Pumpe, also für das Cardio-Training. Genau, dann gibt es eine kleine Pause und dann kommen die nächsten 2 Blöcke. Wir starten mit Stufe 1 und gehen dann in Stufe 2 und 3 über. Ihr dürft wieder frei entscheiden, kommt ihr mit oder bleibt in der leichten Stufe. Ja? Gut, unsere erste Übung sind Ausfallschritte. Ich drehe mich mal so leicht seitlich im Wechsel nach vorne. Hände gehen in die Hüfte und los geht's. Egal mit welcher Seite ihr anfangt. Lasst euch da ruhig Zeit, macht es kontrolliert. Der Oberkörper ist aufrecht, die Belastung liegt auf dem vorderen Bein. Gut, bleibt da drin. Den Bauchnabel ziehe ich nach innen. Die Schultern, wenn es geht, zurück. Bleibt da also richtig schön groß. Okay, 4 Stück noch. Wer möchte, darf das natürlich auch gerne schneller machen. Geht auch. Ich mache es ein bisschen langsamer, kontrollierter. Einmal noch. Und nach oben. Perfekt. Erste Stufe, erste Übung. Jetzt kommt die erste Stufe von der zweiten Übung. Das sind normale Kniebeugen. Die haben wir jetzt im Warm-up schon gehabt. Die kennen die halt. Knie nach außen öffnen, Po weit zurück. Achtung, los geht's. Tief und hoch. Tief und hoch. Tief und hoch. Auch hier, wenn das geht, gerne schneller. Sieht dann so aus. Ja, auch den Rhythmus könnt ihr gehen. Also ihr seht schon, auch da könnt ihr variieren. Wenn ihr lieber sagt, ihr wollt die Ausführung wirklich
sauber machen, dann bleibt lieber in der etwas langsameren Variante. Drei noch. Letztes Mal. Gut. Auch hier die erste Stufe geschafft. So, um nicht die vorhergehende Stufe zu vergessen, machen wir die immer noch einmal durch und wechseln dann direkt in die nächste Stufe, okay? Wir starten also wieder Ausfallschritte, leichte Stufe. Machen wir 4 Wiederholungen. Die nächste Stufe, wir ziehen das Knie, wenn wir uns nach oben drücken, zum Oberkörper mit ran, okay? Einmal noch normal. Wer möchte, kommt mit. So, tief und ran. Wechsel und ran. Gut. Ran, halten. Ups, ja, Wechsel nicht vergessen. Gut, bleibt in den Rhythmus. Hier kurz balancieren und dann geht ihr auf die andere Seite. Vier Stück noch. Hoch. Wechsel. So. Funktioniert gut, oder? Kriegt ihr alle hin. Und stopp. Perfekt. Zweite Stufe habt ihr auch geschafft. Sehr gut. Wir gehen in die zweite Stufe von der zweiten Übung. Denkt wieder dran. Eine Runde nochmal zur Erinnerung. Leichte Variante. Kniebeugen. Die zweite Stufe ist ähnlich wie bei den Ausfallschritten. Wir kombinieren das und ziehen das Knie zum Oberkörper ran. Das heißt, Tempo bleibt gleich und hoch, tief und hoch. Ausbalancieren, das ist hier die Frage. Oder die Aufgabe, nicht die Frage. So, und halten. Manchmal gerade, wenn ich ein Gewicht auf das rechte Bein verlagere, da neige ich auch dazu, manchmal so ein bisschen die Stabilität zu verlieren. Ihr schafft das besser. Super. Die letzten 2 Stück. Letztes Mal. Und nochmal halten und ab. Füße ausschütteln. Gut, wir haben auch die mittlere Stufe hinter uns gebracht. Wir gehen als nächstes in die Schwere. Wer schon gemerkt hat, das war das Limit, der darf gerne bei der leichten mittleren bleiben. Wir wiederholen nochmal. Mittlere Variante. 4 Wiederholungen. Jetzt sind es nur noch 2. So, schwere Variante. Tief. Hoch. Halten. Öffnen. Ran, ab. Halten, öffnen, zusammen, ab. Okay, also auch hier mit Balance. Ja. Und ran, ab. Hochdrücken, öffnen, ran, ab. Kommt. Ja, rechts seht ihr, muss ich mich konzentrieren. Und stopp. Sehr schön. Also das ging jetzt weniger auf Cardio, sondern mehr auf Gleichgewicht. Jetzt gehen wir in die letzte Stufe von der zweiten Übung. Wir fangen erstmal wieder an, Kniebeugen mit Bein anziehen. Okay, 4 Wiederholungen. Los geht's. Tief und hoch. Tief und hoch. Wir kombinieren das mit einer Standwaage, wenn es geht. Achtung. Tief, hoch, schiebt. Vor und groß. Und tief, hoch, Achtung, vor und ran. Hoch. So,
Gut, das ist unsere letzte Stufe. Auch hier Balance ist gefragt. Ihr könnt auch gerne einen antippen. So. Schaut mal, wie das geht. Ansonsten nur das Bein ranziehen. Ich muss mich auch gut konzentrieren. Wenn es nicht geht, tippt ihr hinten einfach das Bein an. Eine Runde machen wir noch. Der Rücken sollte lang bleiben, den Bauch spannt ihr am besten fest an. Dann klappt das ganz gut. Und das war's schon. Sehr schön. Unseren ersten Block haben wir geschafft. Kleine Pause und dann kommt der Cardio-Teil. So, wie von Zauberei haben wir jetzt einmal die Location ein wenig geswitcht, dass ihr das Ganze besser erkennen könnt. Und wir gehen jetzt als nächstes an den Cardio-Teil. Dafür starten wir am Boden. Ich weiß, ihr findet es immer gut, wenn alles entweder am Boden oder im Stand ist, aber um euren Kreislauf ein bisschen anzukurbeln, ist die erste Übung am Boden, die zweite dann im Stand. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Gut, wir fangen wieder leicht an und arbeiten uns dann Stufe für Stufe nach oben. So, einmal die Füße nach hinten in den Liegestütz strecken. Erste Stufe, vor, rück, rück, vor und rück. Ihr spannt mal euren Bauch so fest an, dass da möglichst keine Bewegung stattfindet. Die Hände bleiben unter den Schultern. Und die Knie sind knapp über dem Boden. Ja, das ist unsere erste Stufe. Geht noch nicht wirklich in Richtung Cardio, es ist eher ein bisschen stabil. Trainiert auch schön die Schultern und die Bauchmuskeln. Gut. Einmal noch zurück. Sehr schön. Knie absetzen. Wir kommen zum Stand nach oben. Erste Stufe. Die leichten Jumping Jacks. Nur mit den Beinen. Die Hände gehen in die Hüften. Und wir öffnen. Auf und zu. So. Ich glaube, das schafft ihr auf jeden Fall. Wenn es gar nicht mehr geht, V-Step, den kennen wir vom Anfang, okay? Ansonsten versucht zu bouncen. Ganz kleine Sprünge. Sehr schön. So, die ersten zwei Runden haben wir gleich geschafft. Eine machen wir noch. Und die letzten vier. Und stopp. Perfekt. Jetzt haben wir Stufe 1 von beiden Übungen. Wir gehen über Stufe 2. Wir wiederholen immer noch mal die leichte und gehen dann in die schwierige Variante. Nochmal leicht vor und rück. Den Bauch spannt ihr schön fest an. Die Hände bleiben unter den Schultern. Der Blick geht zum Boden. Schwer, ihr könnt es euch denken. Ran, rück. Ran, rück. Wenn es nicht mehr geht, einfach hier setzen. Ihr dürft es euch wieder aussuchen, okay? Versucht euch das schön zu konzentrieren. Wenn ihr merkt, klappt nicht mehr so, dann macht ihr hier die Variante. Ja, das ist auch gut anstrengend auf Dauer. Gerade weil ihr auch die ganze Zeit in diesem Stütz seid, ist das schon intensiv. Und geschafft. Knie absetzen, ein Bein aufstellen, so kommt ihr bequem zum Stand. Gut, einmal kurz durchatmen. Mein Puls ist schon ein wenig oben. Wir gehen wieder in die erste Stufe. Achtung! Wenn es nicht mehr geht, V-Step. Okay, zweite Stufe. Hampelmann, Jumping Jacks.
mit den Armen. Und los geht's. Jawohl, jetzt haben wir richtig schöne Musik. So läuft das. Ihr dürft die Arme gerne ein bisschen höher nehmen, aber ich bin noch so unbeweglich, ich kriege das nicht mehr hin. Also, ihr nehmt die Arme richtig hoch. Sehr schön. Und bleibt in Bewegung. Findet euren Rhythmus. Gut. Und die letzte Runde. 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und Stopp. Gut. Freunde, wir gehen in die finale Stufe. Fangen wieder mit Stufe 2 an, zum Eingewöhnen und dann Stufe 3. Das wird richtig knackig. Los geht's. Das ist Stufe 2. Stufe 1, ransetzen. Ganz schwer, wer möchte. Achtung, leicht in die Liegestützposition gehen. Und hier ranspringen. Ich ziehe die Ellenbogen bewusst so leicht nach hinten. Das heißt, ich probiere hier ein bisschen Spannung reinzukriegen. Okay? Erste Runde habt ihr. Je tiefer ihr geht, desto schwieriger wird das. Euer Bauch bleibt fest. Wenn es nicht mehr geht, strecken und hier ransetzen. Die letzten 8. Kommt. Noch 4. Einmal noch. Gut. Knie absetzen. Ein Bein aufstellen. Zum Stand kommen. Sehr schön. So. Jetzt gehen wir nochmal an die normalen Jumping Jacks. Und dann kommt da die dritte Stufe. Und los geht's. So, ihr bleibt schön in Bewegung. Dritte Stufe wäre, wir springen in so eine leichte Kniebeuge, okay? Und los geht's. Wer möchte, steigt mit ein. Knie nach außen schieben. Arme so weit nach oben, wie es geht. Und los geht's. Erste Runde haben wir. Ansonsten normale Jumping Jacks. Oder nur mit den Füßen. Oder wenn das auch nicht mehr geht, Knee-Steps. So, letzte Runde, kommt. Seht auch, wir können die Bodenkontakte ganz kurz halten. Ja, und stopp. Atmet kurz mal durch, trinkt einen kleinen Schluck. Dann gehen wir an unseren nächsten Block. Ihr habt Block 1 und 2 geschafft. Wir gehen jetzt an den letzten Block und der ist am Boden. Nämlich was für unsere Bauch- und Rückenmuskulatur. Gut. Wir starten einmal in einem Seitstütz. Da wir da linke und rechte Seite machen, machen wir nur 2 Durchläufe auf jeder Seite, ja? Dass es nicht zu viel wird. Wir fangen mal mit der rechten Seite an, könnt aber auch gerne woanders anfangen. Winkeln die Beine an, setzen die Hand hier in die Hüfte, Ellenbogen ist unter der Schulter und schieben die Hüfte hoch und tief. Leichte Stufe. Hoch und tief. Hoch. Der Blick geht nach vorne. Nicht nach unten schauen, das sehe ich ganz oft. Wir gucken nach vorne, schauen, dass der Kopf möglichst in Verlängerung der Wirbelsäule ist. Kleine Bewegung. Das solltet ihr hier unten merken. Okay. Die letzte Wiederholung. Gut. Absetzen. Füße über vorne zur anderen Seite drehen. Das war ein cooler Move, ich weiß. So, und dann kommt das Ganze auf der anderen Seite. Ellenbogen wieder unter der Schulter aufschlitzen. Obere Hand geht in die Hüfte. Und dann geht's los. Now only you can see the sunshine in my vein.
Schieb die Hüfte wieder in kleinen Bewegungen nach oben. Erste Runde ist geschafft. Noch 4, 3, 2 und stopp. So, ich gehe einmal auf die andere Seite. Jetzt kommt die zweite Übung. In Bauchlage ablegen, Rücken strecken. Die Hände bleiben hier auf Kopfhöhe und wir ziehen uns aus dem unteren Rücken. Hoch und tief. Hoch und tief. Dabei versucht ihr mal euren Po anzuspannen und natürlich den unteren Rücken zu aktivieren. Ihr könnt auch gerne die Hände hier hinsetzen, so wie ihr das möchtet. Wichtig, den Blick zum Boden nehmen und aktiv nach oben ziehen. Und stopp. So. Beim Seitschütz wechseln wir auch direkt in die nächste Stufe. Okay? Zweite Stufe mit gestreckten Beinen das Ganze. Wieder 2 Runden. Ellenbogen bleibt unter der Schulter. Los geht's. Ganz kleine Bewegung. Hoch und tief. Erste Runde ist geschafft. Letztes Mal. Gut. Füße wieder über vorne schwingen. Gut. Kommt zur anderen Seite. Wirft die Füße übereinander oder das obere Bein nach vorne setzen. So wie ihr möchtet. Der Ellbogen ist wieder unter der Schulter. Achtung. Andere Seite. Kleine Bewegung hoch und tief. Erste Runde ist schon wieder geschafft. Jetzt sind es die letzten 4. Noch 3, 2, letzte Wiederholung. Gut. Ich drehe mich einmal wieder auf die andere Seite. So, hier fangen wir einmal mit der leichten Stufe nochmal an, okay? Bisschen zum Reinkommen. So, Rücken strecken. Achtung. Aktiv aus dem unteren Rücken nach oben ziehen. Wer möchte? Schwere Variante. Arme sind vorne gestreckt. Da habt ihr einen langen Hebel. Den Blick nehmt ihr wieder zum Boden. Wenn es nicht mehr geht, Hände hier hin und hochziehen. Werdet ihr auch merken, mit gestreckten Armen kommt man nicht ganz so weit nach oben. Oder es fühlt sich zumindest nicht so an. Und stopp. Sehr schön. Zweite Stufe auch geschafft. Letzte Stufe. Beim Seitschütz direkt. Letzte Stufe ist Seitschütz mit Kick nach vorne. Der ist heftig, sage ich mal so. Und los geht's. Wir gehen. Hoch, Kick, ran, tief. Der Bauch bleibt fest. Wir schauen nicht nach unten, was das Bein macht. Der Blick geht nach vorne. 4 Stück noch. 3, 2 und stopp.
Nächste. Hui. So. Andere Seite. Ausgangsposition ist die gleiche. Ellenbogen ist unter der Schulter. 8 Wiederholungen. Los geht's. Hoch, vor, ran. Aures fest. Die letzten 2. Letztes Mal. Und ab. Gut, ein letztes Mal. Schwingen, wer möchte. Ihr könnt euch natürlich auch so ablegen. Letzte Stufe. Hier nochmal Stufe 2, dass ihr Bescheid wisst. Mit gestreckten Armen. Okay, nur nach oben ziehen. Stufe leicht, Arme auf Kopfhöhe. Schwer kombinieren. Hoch, tief, ab. Hoch, ab. Wichtig dabei, die Schulterblätter aktiv nach unten ziehen, wenn ihr die Ellenbogen zum Körper ranführt. Okay? Und los geht's. Hoch, ab. Po aktivieren. Sehr schön. Die letzten 4. Letztes Mal. Und ab. Sehr schön. Ihr dürft es euch bequem machen. Die Musik drehen wir ein wenig runter und wir gehen über in das Cooldown und schauen jetzt mal, dass wir die Spannung aus unseren Muskeln rauskriegen. Okay? Ihr dürft es euch erstmal in Bauchlage ganz bequem machen. Genau. Faltet ruhig mal die Hände und legt euch einfach mal hier am Boden ab und nehmt ein paar tiefe Atemzüge. Dann setzt einmal die Hände unter den Schultern auf, schiebt den Po so weit zurück, dass ihr über den Knien ankommt und legt euch einmal mit gestreckten Armen hier in die Schultern. Dann einmal die Hände unter die Schultern setzen, das linke Bein nach vorne holen, beide Hände abstützen auf dem vorderen Bein und dann fahrt ihr mal langsam mit der Hüfte ein wenig nach vorne. Haltet erstmal in der Position, Oberkörper ist aufrecht. So, wer möchte, geht hier an die Beininnenseite, wir schieben das Knie nach außen. Und wer immer noch beweglich genug ist, der darf gerne mal versuchen, hier auf die Unterarme zu gehen. Dann drückt euch langsam, wenn ihr unten wart, auf die Hände nach oben. Und dann setzt das Bein einmal zurück. Dann holen wir das andere Bein nach vorne. Oberkörper aufrichten. Beide Hände auf den Oberschenkel aufsetzen. Langsam die Hüfte nach vorne schieben. Haltet hier im Bauch ein bisschen Spannung, dass ihr nicht zu arg
Jetzt hier mit dem Oberkörper nach hinten sackt, die Wirbelsäule nicht zu doll überstreckt. So. Gut, und dann dürft ihr einmal hier auf die Hände gehen. Das vordere Knie schiebt ihr wieder so ein bisschen nach außen. Lasst den Oberkörper entspannt hängen. Für wen das noch gut geht, dürft ihr mal probieren, hier wieder auf die Unterarme zu gehen. Okay, dann drückt euch langsam auf die Hände nach oben, setzt das Bein zurück und dann setzt euch mal mit dem Po auf den Fersen ab. Gut, weil wir jetzt auch viel für die Oberschenkel, für die Beine gemacht haben, schauen wir, dass wir da noch ein bisschen die Spannung rauskriegen und wandern mal einfach hier ein Stück weit nach hinten. Je weiter ihr kommt, desto besser ist es. Wer nicht so weit kommt, ist auch egal, ihr könnt das auch in der Position machen. Und wer ganz beweglich ist, der darf natürlich auch gerne, ich kann es leider nicht vormachen, weil ich bin nicht so beweglich, auf die Unterarme gehen. Ja, dann seid ihr natürlich noch mal ein Stück tiefer. Oder wer super beweglich ist, der darf auch gerne sich komplett am Boden ablegen. Ich zeige euch aber auch mal noch eine Variante, die ihr machen könnt, wenn ihr es trotzdem ein bisschen intensivieren wollt, aber nicht ganz so weit nach unten kommen möchtet. Und zwar schiebt ihr einfach mal hier die Hüfte nach vorne. Das heißt, wir lösen den Po von den Fersen und erzeugen dadurch gleich eine gute Spannung in unseren Oberschenkel. So, und dann halten wir das. Und dann lösen wir langsam wieder. Dann kommt, egal in welcher Position ihr gerade wart, langsam nach oben. Setzt einmal die Hände hier in den Vierfüßerstand auf. Jetzt stellt die Zehenspitzen auf. Wir gehen nochmal in eine aktive Pose, den hinabschauenden Hund. Lassen die Beine gestreckt, schieben uns aus den Schultern raus, machen den Rücken möglichst lang. Wandern dann mit den Händen zu den Füßen zurück. Gehen nochmal in die Vorwärtsbeuge, mit den Armen nach vorne gestreckt. Versuchen, die Zehenspitzen wieder im Boden zu verankern, sodass ihr wieder hinten was an den Oberschenkeln spürt. Rollen uns dann langsam Wirbel für Wirbel nach oben auf. Zum Schluss auch hier einmal breite Grätsche, Hände in die Hüfte, mit gestreckten Beinen nochmal die Hüfte nach vorne schieben. So, die Zehenspitzen drücken wir auch wieder in den Boden. Wenn ihr breiter in die Grätsche kommt, geht natürlich gerne weiter nach außen. Wichtig ist aber, dass ihr die Hüfte immer noch ein Stück weit zumindest nach vorne schieben könnt. Langsam nach oben auflösen, Beine schließen und dann bedanke ich mich bei euch fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann dürft ihr auch gerne ein Like da lassen, uns abonnieren auf sämtlichen Kanälen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß! Und tschüss.